Da Shao Kahn tot war, war Ermac ihm nicht mehr verpflichtet. Anarchie brach in Ermac aus, als die vielen Kriegerseelen, aus denen er bestand, um Vorherrschaft kämpften. Nur einer hatte die Willensstärke, Ruhe in das Chaos zu bringen. Als der Konflikt gelöst war, kehrte Ermac in die Außenwelt zurück, entschlossen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Königin Syndel und Prinzessin Kitana waren schockiert, als sie die Wahrheit erfuhren. Unter den vielen gefangenen Seelen in Ermac war ihr Mann und Vater, König Geralt. Auch wenn er nie mehr der Geralt sein würde, den sie einst kannten, sollte Ermac doch für immer seiner Königin und dem Volk von Edenia dienen.